Herren, wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit bei den Dreharbeiten für einen Psychothriller der Extraklasse dabei zu sein. Und es geht um versuchten Mord in diesem Psychothriller. Und Hennes, herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptrolle. Du bist das Rotkäppchen. Ah, nein! Ja, ja. Ihr kennt alle das Buch. Die Gebrüder Grimm sind leider verstorben, hat nicht mehr die Zeit, das Drehbuch zu schreiben. Aber dafür haben wir natürlich einen begnadeten, ach guck mal, da kommen auch herrliche Dinge auf uns zu. Ausstattung gibt es für uns auch noch bei diesem Psychothriller. Wie schön. Wir haben aber natürlich einen begnadeten Regisseur hier vor Ort, der uns alle inszenieren wird in dieser Rotkäppchen-Geschichte. Das ist Paul! Du bist der große Regisseur, der uns gleich durch diese Geschichte führt, die Schauspieler. Mirja, du gibst uns den räudigsten aller Wölfe. Ja. Und Barbara wird ganz gegen den Strich besetzt. Du bist die Großmutter. Schön. Ich freue mich auf diese Herausforderung. Auch ich habe mich auf die Besetzungscouch begeben und die ganzen überflüssigen Nebenrollen sind meine. Ja, da sind ein paar Kostüme für uns. Ich übergebe an dich. Hör mal, wer ist denn Reggie? Reggie? Um das noch schnell zu erklären, wärst du Herr Reggie? Ja. Herr Panzer. Komm, ich mach das mal. Komm. Sind die Bändel lang genug? Ja, aber hallo. So. Ja, es reicht. Haha, Freunde, passt mal auf hier. Wir drehen nämlich Rotkäppchen. Also Freunde, wir kommen zur ersten Szene und hör mal, nimm mal deine Hände aus der Tasche hier. Ja. Was ist denn? Rotkäppchen schickt, die Mutter, da bist du, wir sind im Fernsehen. Ja. Die Mutter schickt Rotkäppchen zur kranken, zur dahinsiechenden Großmutter. Ja. Und ihr fangt einfach mal an, wir haben das ja lange, lange, lange nicht geprobt, deshalb direkt. Wir haben es noch nicht und bitte. Hallo, Mama. Mein kleines Käppchen. Meine große Mama. Ja, ja. Ich bin deine große, schwere Mama. Ja. Und ich trage unter meiner Schürze ein neues Käppchen. Aber jetzt schicke ich erst mal mein altes Käppchen zu meiner Mama. Oh. Zu meiner großen Mama. Zur Großmama, zu meiner Großmama. Und zu meiner Mama. Das tue ich. Mit diesem Körbchen, dass du sie erst bringst, weil sie ist sehr krank. Es ist darin Kuchen. Ja. Und Wein. Ja. Dann werde ich mich mal losmachen. Ich vermisse dich jetzt schon. Ich vermisse dich auch. Komm an meine kleine Brust. Ich versuche es, ja. Und sei schön vorsichtig. Ja. Im Wald ist nicht nur der läufige Jäger, der nach deiner Unschuld trachtet, sondern auch... Moment! Was wollte ich dir noch sagen? Ich wollte auch vom Wolf warnen, da bin ich jetzt gar nicht zu gekommen. Ja, aber okay. Pass mal auf. Der Wolf ist auch da. Also Freunde, hör mal, war ganz großartig. Ja. War ganz, ich hab die Hose nass, war großartig. Ja. Nur, es muss mehr immer. Konflikt. Konflikt rein. Konflikt. Okay. Bang! Konflikt. Also mehr Konflikt. Gut. Wie in so einer Nachmittagstalkshow. Was? Ja? Na, wie bei Oliver Geissen. Oder Frank Lee. Oliver Geissen, die Sendungen, die Frank Lee. Ja. Dann brauchen wir Stühle. Ruhig. Ja. Ruhig. Aber wir machen das jetzt nochmal wie. Aber mehr Konflikt mehr rein. Konflikt. Mehr Konflikt rein, wie in so einer Nachmittagstalkshow. Sie bringt mich um den Verstand. Die können ja nichts, ne? Die können ja nichts. Das ist, wenn man die aus Polen einkauft, die Schauspieler. Ja. Macht man. Rotkäppchen, das ist, also ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll mit dem Rotkäppchen. Finde ich total scheiße, dass du dich hier hinsetzt, ja? Und mich hier fertig machst vor den Leuten. Was soll das, Mama? Siehst du? Mann, du! Glaubst du? Olli, was soll das denn? Olli, ich kann machen, was ich will. Du, weißt du was, du hast mich mein Leben lang
die Scheiße! Rotkäppchens Mutter, glaub ich! Pass mal auf, Mama! Glaub ich, was ich wollte, man nimm den Korb! Ja, das Ganze! Geht zu der Schlampe! Bodenwände für dich machen! Ja. Mach doch deine Scheiße alleine noch! Großartig! Großartig, Freunde. Also hätte ich einen Oscar, ihr würdet ihn kriegen. Jetzt kommt die nächste Szene und zwar Rotkäppchen trifft im Wald den bösen Wolf und erzählt ihm, was er vorhat. Und der Wolf überredet Rotkäppchen, noch einen Blumenstrauß. Komm mal ran hier, ich weiß, du bist neu, aber das klappt schon. So. Wir müssen aber jetzt auch an den... Hallo, Rotkäppchen. Wolf. Hallo. Was läuft denn hier? Ja, ich wollte noch was sagen. Freundchen, halt dich mal zurück hier. Ist das jetzt schon im Wald? Ja. Okay. Natürlich, hier, sicher doch. So, wir müssen auch an den Markt im Osten denken. Ja? Das ist ja ein immer größer werdender Markt und deshalb spielt das Ganze im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Ja? Ja. Also, dass ihr versucht, das Ganze so ein bisschen, ja, das ist ja, wir müssen das ja anderen verkaufen können. Fangt einfach mal an, denkt dich da mal rein. Wo steht eigentlich mein Auto? Ja, gut, ihr macht weiter. Ich bin schon da. Und bitte. Oh, Mamitschka, ist das dunkel hier im Wald? Oh, was mache ich nur? Ich armes kleines Rotkäppchen. Grüß dich. Wer bist du? Ich weiß nicht genau, bist du mit Auto? Ich hab mein Auto abgestellt, es war nicht mehr da, als ich ihn bin. Ich nehme erst mal das. Ja, ich habe auch noch, sonst habe ich noch Milchschnitte. Gut. Ich sehe hinten im Wald noch Schnittblumen. Also Schnittblumen? Ja. Also du meinst, ich soll gern holen die Schnittblumen für die Babuschka? Sie Babuschka, Mamuschka, alles zusammen. Oh. Als wir Kinder waren, wurde ich überfahren. Schnitt! Mein Freund, der... Schnitt! Ich wollte gerade einen Baum geben. Ja, sieht man. Pass auf, Freund, hier läuft was falsch. Wir müssen das jetzt überspringen. Ja. Weil wir drehen ja nicht hier Krieg der Welten. Pass mal auf. Der Wolf kommt zu Hause. Du bist ja nicht, guck mich doch nicht an. Du bist ja gar nicht der Wolf. Du bist der Wolf. Du kommst nach, du bist Baum. Sehr gut. Ja, ich kann vorm Haus stehen. Sehr ja, gut. Du stehst vorm Wald. So, du bist Großmutter. Oh, ich war zum Spülen. Ja, richtig. Nimm mal mit. Und, seid ihr soweit? Bist du soweit? Oder brauchst du noch einen Moment? Ich stelle mich ins Fenster. Ja, sehr gut. So, Freunde. Kamera läuft. Da sehen Sie, wie schön ich mich im Wind wiege. Ja. Brauchst gar nicht handeln, gibt nichts extra. So. Und Action. Ja, Palim, Palim. Ich komm mal selbst rein, du bist ja ein bisschen bettlägerig. Rotkäppchen. Bist du's? Wie schön, dass du deine alte Großmutter besuchst. Hör mal, Oma, dir geht es nicht so gut. Das ist richtig. Weißt du was? Früher war alles besser. Ja, da hat man noch einen Kaiser. Ich erlöse dich von deinem Schmerz. Ach, das ist schön. Reich mir doch mal die Weinflasche herüber. Ja, später. Hier. Ham. Sehr gut. Kurz, aber gut, ne? Schnitt, das war... du bist im Bauch, du hältst den Mund. Das ist mein Schund. Es ist alles ein bisschen kompliziert, oder? Ist ein bisschen zu kompliziert. Pass mal auf, Freund, ich will das Ganze haben als Erotikfilm. Ja? Also ein bisschen mehr Erotik reinbringen. Wir überspringen wohl die Szene, habe ich gerade entschieden. Also bin und ich du? Drin? Rotkäppchen kommt zur Großmutter und fragt, warum sie denn so große Augen hat. Ja. Und dann frisst... Sofort danach. Du auch noch
Scheiß Rotkäppchen. So. Hör mal, du bist ein Spitzenbaum. Versuch ein bisschen, mehr Emotion. Jetzt noch mal Entschuldigung, Erotik? Halt Erotik. Erotik. Oh. Also ich steh spitze. Und Action. Ding Dong. Mir steht alles offen. Hallo. Du, ich bin hier gerade so durch den Wald und mir war so langweilig. Und was haben wir denn da? Oh. Du hast aber große... Ich bin ganz tief drin im Bauch. Dass du jetzt zu viel aussiehst, das Auge ist mit, ne? Also denke mal. Darf ich mal auf meinen Schoß bei dich ran, weil du hast so schöne große Brüste, ich weiß. Augen hier auch. Setz dich feste drauf und reib dich am Bauch. Oh, komm, du willst es doch auch. Weißt du was? Ja. Ich mach jetzt meinen Mund ganz weit auf. Mach ihn ganz weit auf, den Mund, ja. Halt! Jetzt, kann nicht essen, nicht essen, warte. Wieso nicht? Hört mal, Freunde, das ist Vorabendprogramm. Ach so. Ja? Du kannst hier nicht Vollgas geben und drei Ritten nach Jeremy spielen, das geht nicht. Wir machen die Szene noch einmal, Freunde. Und zwar ein bisschen mehr als Werbespot. Ja? Also ein bisschen mehr... Haha. Aha. Hast du kapiert? Werbespot für was? Egal. Egal. Ja, ist ja egal. Oh. Muss ja nicht alles wissen. So. Verdauungsschwierigkeiten. Hör mal, großartig. Ne? Großartig. Großartig, ich habe gerade ganz Sand für den Fensterrahmen gerieben. Mehr war nicht drin. Und bitte! Mazedonischer Rotwein schmeckt auch noch nach der Großmutter. Haben Sie... Haben Sie oft ein Völlegefühl? Dann ist, mazedonischer Rotwein, richtig. Vor allen Dingen nach langen Waldspaziergängen. Oh, Oma, habe ich einen Durst. Mazedonischer Rotwein. Und dann alle zusammen ein schönes Fichtennadelbad. Ah. Wenn du ein bisschen näher kommst, kann ich dich erst fressen und dann trinke ich mazedonischen Rotwein. Oh, was tut man nicht alles für... Mazedonischen Rotwein. Jetzt müsste die Decke kommen. Wir sind durch. Moment, gleich, wir machen noch eine Sache. Ja, bei dem Werbespot geht das Schleppen natürlich mit dem Fressen. Shit! Ich kann auch nicht mehr knien hinter dem Stuhl. In der nächsten Szene kommt der Förster oder Jäger und schneidet den Wolf den Bauch auf und holt alles was raus, was drin ist. Ne? Das bin also, ich. Inszeniert doch das Ganze bitte. Als Opa. Als Opa. Opa, Opa, groß, 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 Opa. Und Action! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Was dünkt mich dort? Ich höre kleine Stimmen aus des Großmutters Bauch. Voller Gefühl, ich hab das Gefühl, ich fraß zu viel. Oh, Frau Großmutter, darf ich Sie erleichtern? Ich weiß natürlich Bescheid. Es ist der Wolf, der Wolf, der Wolf, der Wolf. Es ist der Wolf. Nein, nein, ich bin es nicht. Ich schneid geschwind ein in den Leib des Wolfes. Und da sind Sie schon. So, jetzt habe ich Hunger, damit ich nicht völlig unterzuckere, machen wir jetzt eine kleine Pause. Bis gleich.
ist vorbei. Ich freue mich auf das nächste Freischnauze XXL. Wir sehen uns. Ihr wart groß, meine Hasen. Ganz groß. Was soll ich denn sonst noch sagen?